Shalom Aleichem, Erev Tov, Chodesh Tov. Heute ist Rosh Chodesh Kislev. Der Rebbe nennt diesen Monat Chodesh HaGeula, der Monat von der Erlösung. Da in diesem Monat am Jutes Kislev der alte Rebbe wurde vom Gefängnis befreit. Am diesem Monat ist auch die Wunder von Chanukka. Die Sternzeichen von diesem Monat in die Welt, das ist Schütze, Kashat, und in die hebräischen Sternzeichen, das ist Keshet, Regenbogen, weil es wurde die Sintflut zu Ende von Marche Schwan und Hashem hat gemacht seinen Bund im Himmel. Jeden Monat hat seine besonderen Buchstaben in Sefer Yetzirah, die ihn beeinflussen. Dieser Monat ist die Buchstabe Samech, die beeinflusst unseren Schlaf, der Chaf unsere Zeit und Lamed unsere Magen bei Mann und bei Frau. Die Magen schläft, aber sie macht nur Signale, dass sie was braucht und sie wird erfüllt. Und Samech heißt Stütze. Hashem stützt alle Gefallene. Kislev bedeutet Stütze. So wie Iov sagt, ich kann nicht legen meine Bitachon und Stärke Kisli, also in mein Geld und in meine Vermögen. Und diesen Monat, Kislev, ist der Monat, wo es steht geschrieben, auch Becharbi und Bekashti, mit mein Schwert und in meine Schütze, sagt Unkelus, mit meine Gebete und meine Bitte. Also, ich wollte nur eine kleine Einführung zu dem heutigen Shiur über dem spannenden Thema Tikkun Chatzot beginnen, dass dieser Monat ist sowieso zu tun mit Schlafen. Und viele Menschen spüren in diesem Monat wie Bäume, die auf dem Ort bleiben und man sieht wenig Wachstum nach außen, aber die Verankerung, die Verwurzelung, die Verbreitung nach innen, was man nicht sieht, das passiert sehr stark in diesem Monat. Was heißt Tikkun? Tikkun bedeutet erfüllen den Mangel, erfüllen den Bruch, erfüllen das, was fehlt, erfüllen. Bringen die unvollständige Sache zum Vollständigkeit. Wenn es gibt ein Buch und das Buch hat Fehler, macht man Tikkun Sofrim, Tikkun Taut. Wenn jemand hat schlechte Eigenschaft, macht man Tikkun Hamidot. Wenn jemand will die Welt ändern, macht er Tikkun Olam. Wenn jemand will am Chag HaShavuot die ganze Nacht lernen, liest er Tikkun Lel Shavuot. Und wenn einer will in Mitternacht aufstehen und trauen und klagen über die Zerstörung von Bet HaMikdash, der Tempel in Jerusalem, die erste und die zweite, und über die Galuta Shechina, das nennt man Tikkun Chatzot. Chatzot heißt Mitternacht. Und Mitternacht bedeutet ab 12 Uhr bis 4 Uhr ungefähr ist die Zeit, wo man Tikkun Chatzot aufstehen. Und die Tikkun Chatzot selbst verteilt sich auf zwei, Tikkun Rachel und Tikkun Lea. Tikkun Rachel, die unterste drei Sefirot von Jakob, wo man weint auf die halbe leere Becher. Und Tikkun Lea, auf die sieben Midot, wo man sich bedankt, mit Hoffnung auf dem halben vollen Becher. Und das werden wir heute mit Gottes Hilfe lernen.
Wir werden wunderbare Zitaten von Zohar, von Chassidut, von Shulchan Aruch, von Erzählungen erzählen und Hashem soll mir geben richtige Wörter. Ich beginne mit dem Zohar, weil diese Idee von Aufstehen in Mitternacht kommt von dem Zohar und so steht geschrieben. Abraham hat gemacht Schacharit, Morgen. Yitzchak, Mincha, Mittag. Jakob, Arvid, Abend. Tikkun Chatzot, das Gebet in Mitternacht, kommt von David Amelech. Eine Arfe und eine Geige war über dem Bett von David Amelech und ein nördlicher Wind kam in Mitternacht, hat gespielt und David Amelech ist aufgestanden, volle Begeisterung und Liebe zu Hashem, volle Ahava, so wie es steht geschrieben in Psalmen 119, Mitternacht stehe ich auf, um dir zu danken, aber auch über dein Gericht zu sagen. Ein großes Licht scheint in Mitternacht durch die Sterne und die Masel. In Mitternacht die Fegerlach, die Vogel, die obere Vogel, wahrscheinlich die Engel, die sind wach, insbesondere dem nördlichen Wind steht auf. Der Zepter liegt in Süd, bläst auf dem Wind und Hashem hat Liebe und Spaß mit die Tzadikim in dieser Zeit. Auch wenn Jakob hat auch in dieser Zeit mit seiner Frau Rachel oder Lea dem Sivug, der Vereinigung gehabt, so wie die Tzadikim in Mitternacht. In Gan Eden, glücklich und heil, ist der Teil von derjenige, der sitzt hier in dieser Welt und steht auf in Mitternacht und betet und bedankt und klagt bei Tikkun Chatzot und später lernt Torah. Die großen Anhängschaft, was kann man machen mit Hashem, ist in Mitternacht. Wenn einer steht auf in Mitternacht und macht die Tikkun Chatzot und danach sitzt und lernt, es ist ihm viel mehr wert als 100 Tage Fasten. 100 Tage Fasten. Eine Nacht aufstehen, nicht bleiben wach. Wach bleiben ist sehr leicht. Es ist viel leichter, spät schlafen zu gehen, als früh aufstehen. Also irgendwann, wenn ihr wollt, mit irgendwann einen kalten, winterdicken Tag, wo man geht schon schlafen, schon 7, 8, muss man so stehen auf 12, 1 und machen Tikkun und lernen so bis 4, bis Sonne Dämmerung. Ein Traum, also ihr spart 100 Fastentag, also ich bin bereit auch es einmal zu machen. Motiviert mir, wenn ihr habt Lust. Also wenn jemand das tut, sein Gericht von Hashem wird süß, er wird gerettet von schweren Dinim und die Türe von dem Weinen sind nicht geschlossen. Wenn die Lubavitcher Rebbe ist gekommen nach New York, sein Schwiegervater, der Rebbe Rajatz, der 6. Lubavitcher Rebbe, hat gesagt, Jimmy Gurarie, morgen reist mein Schwiegersohn. Weißt du, wer ist er? Der sagt jede Nacht Tikkun Chatzot. Der kann den ganzen Talmud Bavli mit dem Ran, dem Talmud Yerushalmi, und er macht ihm eine ganze Liste, wer ist die Lubavitcher Rebbe, wer ist sein Schwiegersohn. Aber womit hat er begonnen? Mein Schwiegersohn steht auf bei Nacht und macht Tikkun Chatzot. Weil um Tikkun Chatzot zu machen, zu stehen auf in Mitternacht und beten und weinen und klagen, dass die Beit HaMikdash ist nicht mehr da, gib doch zu, das ist sehr, sehr schwierig. Warum soll ich weinen?
Habe ich nicht genug Zorres in mein Leben? Soll ich jetzt nur weinen jetzt über Bet HaMikdash? Die wurde vor 2000 Jahren zerstört, der erste Tempel und zweite Tempel. Soll ich weinen jetzt über die Zorres von der Ribbonische Leulam? Das wollen wir heute verstehen. Wenn jemand hat gesehen 40, 50 Jahre und dann ist er geworden blind, oi weh. Wenn jemand war 40, 50 Jahre reich und geworden arm, bankrott, oi weh. Wenn jemand, versteht ihr was ich meine? Wenn jemand hat erlebt, Bet HaMikdash, und er hat gesehen die Shechina, er hat gesehen die Wunder, er weiß, was er hat verloren, hat er einen Grund zu weinen. Welchen Grund hab ich zu weinen? Und wieso die Tzadikim stehen auf jeden Nacht und weinen und bedanken und diesen Tikkun Chatzot ist nicht so einfach, das sind zwei Teile. In Tikkun Lea steht man, in Tikkun Rachel sitzt man auf einem Teppich, beim Angang von der Wohnung legt man Asche auf den Kopf, sitzt man mit einem Sack und muss man Tränen gießen und Widui machen und Gebete und weinen. Wie soll ich das schaffen? Also, ich habe nicht mehr Gründe zu weinen, nur weil der Tempel in Jerusalem ist zerstört. Also, mein Leben außerdem ist wunderbar. Nur fehlt mir jetzt der Tempel in Jerusalem und Shabbat Shalom und Moschiach ist schon gekommen. Also, was steckt dahinter? Das wollen wir heute verstehen und mehr. Aber ich will sagen, schon am Anfang, der Tikkun Chatzot hat in sich zwei Teile. Eine über Zerstörung von Bet HaMikdash, Churban Bet HaMikdash. Die zweite über Galut HaShechina. Das Hashem ist auch in Exil und die Shechina ist auch nicht in ihrem richtigen Zustandort. Großer Teil von unserer Zorres, großer Teil von unseren Problemen, großer Teil von unseren Schmerzen, individuell als auch kollektiv, Prat und Klan, kommt, weil die Bet HaMikdash ist zerstört. Das Sinn, die Linie, die Klarheit, die Prophezeiung von unserem Leben fehlt. Es ist kein Geschmack in die Liebe, es ist kein Geschmack in die Früchte, es ist kein Geschmack am Leben überhaupt. Warum? Weil die Bet HaMikdash ist zerstört. Die Früchte schmecken nicht mehr. Der Mensch ist nicht mit einem größten Genuss. Ah, gestern habe ich gegessen einen Apfel. Wer von euch hat irgendeinen Genuss von einer Frucht zum Schluss? Also gut, Frucht dahin, Frucht daher. Also wo ist der Geschmack? Wo ist die Wille zu sehen und gesehen werden? Wie die Shechina war da in Bet HaMikdash. Jeden Mensch konnte wissen ganz genau, was ist sein Sinn, was ist sein Ziel, was ist seine Aufgabe, was muss er ganz genau machen in dieser Welt. Und Zweifel lösen ist die größte Freude. Dann beginnen wir. Wir beginnen mit Kitzur Shulchan Aruch, 1. Kapitel, Paragraph 5. Wenn möglich ist, schon früh am Mitternacht aufzustehen, um da die Anordnung für Mitternacht zu erfüllen. Wie gut, wie es heißt in Echa in Klagelieder 2,19, Klagelieder hat geschrieben, Prophet Navi Irmiyahu der selbst, jeden Nacht gemacht die Kunchazot. Erhebe dich, klage in der Nacht, am Beginn der Nachtwache. Die Nacht hat drei Schichten. Und in dieser Schicht, wo der Mann erzählt die Frau, nachdem das Kind hat schon gegessen, das ist die Zeit von der Liebe. In dieser Zeit, wie auch der Heilige gelobt sei er, in dieser Zeit klagt, denn so steht in Jeremia 25, 30, der Ewige ruft von Himmel aus, vor seiner heiligen Stätte lässt er seine Stimme
vernehmen. Er klagt laut, ob seine Heiligtums und sprach: Weh den Kindern, dann wegen ihrer Sünde habe ich mein Haus zerstört und mein Heiligtum verbrannt und sie selbst unter die Völker verbannt. Wei, wei, wei. Der Prophet Ermiau sagt, dass Hashem schreit: Shaog Ishag. Weinen, weinen wie eine Löwe. Zweimal weinen. Warum? Einmal über die erste Bet HaMikdash, die wurde verbrannt durch die Bavlim, Babylonen. Und einmal über den zweiten Bet HaMikdash, die wurde durch die Romaim verbrannt. Aber das reicht nicht. Es ist auch eine Weinen, dass meine Kinder durch ihre Sünde sind durch, zwischen die Völker verbannt. Okay. Die Gemara in Brachot, Seite 3, erzählt uns, dass einmal Rabbi Yossi ist gekommen zu so einem zerstörten Gebäude in Jerusalem, wo Menschen haben dort nicht gewohnt. Ruine, so eine Ruine. Und er hat gebetet. Kam Eliyahu Navi und er hat gehört die Stimme von Hashem wie eine Taube, die weint und klagt über dem Volk. Und deshalb, ein Mensch soll wissen, dass danach, wenn er lernt Torah bei Nacht, wenn einer mit der Torah bei Nacht beschäftigt, wird ein Knecht das Ewigen genannt. So wie es heißt in Psalmen 134,1, alle Knechte das Ewigen, die im Haus das Ewigen stehen, in den Nächten. Und deshalb, wenn die Nacht ist kurz, dann soll er mindestens eine Stunde oder zwei vor dem Aufstehen auch schaffen, es zu machen. Soll er lesen die Tikkun Chatzot von einem Buch. Weil Torah, Nevi'im und Ktuvim, diese Kapitel, wo die Menschen nicht auswendig wissen, auch derjenige, der sie weiß, soll sagen von einem Buch. Also bis hier, Kitzur Shulchan Aruch. Okay, was haben wir gesehen bis jetzt? Wir haben gelernt bis jetzt, dass Tikkun bedeutet, den Mangel zu erfüllen. Chatzot bedeutet Mitternacht. In Mitternacht gibt die Mishmere, die Schicht, wo Hashem geht, auch zu spielen und zu weinen, auch mit den Tzadikim. Und heute, der Grund, warum uns so nicht gut geht, ist, weil Hashem selbst ist in Galut, ist in Exil. Er ist auch im Schmerz, so wie es steht geschrieben in Tehilim, mit ihm bin ich auch in Not. Wenn dein Kind ist im Gefängnis, ist nicht nur dein Kind im Gefängnis, du bist im Gefängnis. Was brauchen wir mehr als die Eltern jetzt, wo ihre Kinder sind entführt in Gaza? Nicht die Kinder sind dort, die Eltern sind dort. Wie kann man überhaupt leben? Wie kann man überhaupt schlafen? Klar, man weint und man beklagt über die Kinder. Aber der Prophet sagt, dass der Vater ist genauso traurig wegen seines Kindes Zustand, dass er selbst schreit oder laut wie eine Löwe oder macht die Stimme wie eine Taube. Also immer wenn man hört die Stimme von der Taube, sie hat so einen Nahama. Also manchmal steht so eine Taube auf dem Balkon und sie macht diese Stimme. Diese Stimme ist die Weinen von der Ewigen, der weint und klagt über die Zerstörung von dem Tempel. Jetzt wissen Sie, was haben Tauben zu suchen auf die Klagemauer. Also
das ist der einzige Vogel, der dort kommt. Weil die Taube ist die Stimme, die Rabbi Yossi hat gehört in die zerstörten Gebäude. Und deshalb, sie kommen und sie beklagen und sie singen diese Melodie. Tikkun Chatzot ist verteilt auf zwei. Tikkun Le'a, die Dankbarkeit, die Psalmen und die Klage. Womit beginnt man? Man beginnt mit die Traurige. Man beginnt mit Tikkun Rachel. Man beginnt mit Kinot, Klagestücke auf dem Boden zu sitzen und zu wissen, dass jede Generation, wo der Beit HaMikdash in dieser Generation nicht gebaut wurde, diese Generation ist genauso schlimm wie die Generation, dass die Beit HaMikdash ist zerstört. Und so wie heute hast du so gut gesagt, solange gibt es zwischen uns grundlose Hass, die Beit HaMikdash wird nicht gebaut werden. Der Papa wird nie glücklich sein, wenn seine Kinder streiten. Warum soll er denn bauen, noch ein Haus soll er kommen wohnen, dass sie weiter streiten soll? Deshalb? Die erste Sache ist, wenn ein Mensch will machen Tikkun Chatzot, auch wenn er hat keinen Grund, keinen Zweck, kein Gefühl, kein Bedarf, keine Interesse zu weinen, steht geschrieben, soll er machen eine Stimme von Nehi. Soll er weinen, als ob, soll er machen so eine Stimme. Ayayay, Beit HaMikdash ist zerstört. Weh auf uns, wie sieht aus? Also, wenn ein Mensch macht diesen Modus von traurige Nehi, diese Klage wird ihn bringen zu einer Kavana. Okay. Wie soll man das machen? Am liebsten soll man nehmen einen Sack von Ziegen. Sack von Ziegenfeder. Und warum Sack von Ziegen? An was erinnert euch bei dem Wort Ziegen? Welche Gedanke kommt bei euch hoch? Warum soll man klagen mit einem Sack von Ziegenstoff? Ja, bitte. Ruth? Ruth, bitteschön. Die zwei Ziegen, der eine wurde zu Azazel geschickt und die andere Ziege wurde geopfert. Ja, diese zwei Ziegenböcke an Yom Kippur, oder? Das ist ein guter Versuch. Aber was hat das zu tun mit grundloser Hass? Weil es auch um Sünde geht, oder? Nicht schlecht. Die Versuch ist nicht schlecht. Nein, um das Erstgeborenenrecht mit Esa. Auch nicht? Was hat das zu tun? Marina? Hat das zu tun mit der Zerstörung vom Tempel? Alles hat zu tun mit der Zerstörung vom Tempel. Aber wenn die Zerstörung vom Tempel war grundloser Hass, wo sehen wir zwischen Juden grundloser Hass und Ziegen damit verbunden? Vielleicht bei Josef? Sehr gut. Dass sie den Ziegenbock geschlachtet haben? Schkoyach, ja, Josef hat auch geschrieben, er ist ein bisschen erkältet, Schkoyach Josef, aber du hast vollkommen recht, steht geschrieben, dass der Blut von Ziegen sieht aus, so wie dem Blut von Menschen. Und wenn die Brüder haben verkauft ihre Brüder und sie wollten der Papa mit dem Kutonet, Passim, mit dem Kleider von Josef zeigen, dass er ist tot. Was haben sie genommen? Ein Kleid. Und sie haben ihn getunkt in einen blutigen Ziegenblut. Um diesen schrecklichen, grundlosen Hass von Brüdern die Kunde zu machen, wo es war der Hass zwischen die Kinder von Lea und die Kinder von Rachel, machen wir bei Nacht eine Tikkun Rachel und eine Tikkun Lea. Okay.
Es gibt eine große Diskussion, ob der Mensch geht, ob die Welt geht nach oben oder die Welt geht nach unten, Entropie. Nach den Kabbalisten, die Welt geht nach unten. Die Welt geht runter. Aber Hashem stützt es. Somech Hashem, lekol anoflim. Hashem stützt zu alle Gefallenen. So wie haben wir begonnen, dass dieser Monat ist Samech, beim Schlafen. Hashem stützt alle Gefallenen. Das sieht aus, dass wenn ein Mensch schläft, dass er ist ein Gefallener. Aber am nächsten Tag, wenn er hat gut geschlafen, dem ganzen Fallen war, um weiter aufzusteigen und sich weiter gut zu leben. Gut. Jede Nacht, die Welt geht runter und kriegt mehr Kräfte von den Chizoinim, von den äußeren Kräften, von den Klippa. Insbesondere, dass viele Leute, die Stütze, die waren bei uns, die sind weg. Die großen Tzadikim von der Welt sind weg. Wir haben nicht wirklich heute Tzadikim, die uns stützen. Es war Zeiten, es war Neviim, es war Rishonim, Rashi, Arizal, Baal Shem Tov, Rashash, Baba Sali, Lubavitcher Rebbe. So, wer ist heute? Keine Tzadikim mehr. Kein Tzadik, der uns schützt und eine Stütze gibt. Und wir begonnen, dass der Rebbe selbst hat jede Nacht gemacht Tikkun Chatzot. Wenn der Rebbe hat bei Nacht gearbeitet und hat er Shiurim gegeben oder Yechides, private Gespräche, wenn es kam 12 Uhr, der Rebbe hat gesprochen über Moschiach. Also, er hat gedreht im Gespräch, um bei Nacht zu reden über Moschiach. Über das Moschiach soll kommen. Warum? Weil der Teil von Tikkun Chatzot, die König David, hat geschrieben, ist so wie es steht geschrieben, steh auf von die Erde, trage deine prächtigen Kleider durch den Sohn von Ishai, der kommt aus Bethlehem. Korvo, ganz in der Nähe, wird kommen die Erlösung. Der Baal Shem Tov selbst hat auch gemacht jede Nacht Tikkun Chatzot. Aber sehr oft in einer sehr exotischen Plätze. Und von jetzt auf später hat er gesagt, sein goyischen Kutscher Alexei, dabei, gefahren. Wohin, wusste man nicht. Manchmal nach Karpaten, manchmal nach Deutschland, manchmal nach Polen, man weiß nicht. Manchmal der Baal Shem Tov hat gefahren 30 Tage und manchmal eine Nacht war er schon in Deutschland, in Berlin. Und manchmal war er, also der Baal Shem Tov konnte schnell reisen oder überspringen oder langsam, wir wissen nicht genau. Manchmal ist er alleine gefahren, manchmal hat er mitgenommen einen Schüler. Ein Tag ist gekommen ein neuer Schüler zu der Baal Shem Tov, Menachem Nochum von Tschernobyl. Und der Baal Shem Tov hat sich vorbereitet zu einer Reise. Und er wollte sehr, sehr stark mitfahren. Und er hat sich gedreht rum um die Wagen wie eine Propeller, wie eine Karusselle. Und Rebbe, 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 ja, was willst du? Ich will mit. Sagt der Baal Shem Tov, ich stelle dir eine Frage. Und wenn du die Frage beantwortest, du steigst auf dem Waggon. Sag mir, warum braucht man Tikkun Rachel und Tikkun Lea bei Tikkun Chatzot? Warum braucht man Tikkun Rachel und Tikkun Lea bei Tikkun Chatzot? Sagt dem Rab Menachem Nochem von Tschernobyl, und das ist die größte Idee von Chassidismus,
Das, was hat geschafft Rachel durch Weinen, hat geschafft Lea durch Freude. Es gibt zwei Wege am Leben, etwas zu schaffen. Oder durch Weinen, weil die Tore von Weinen sind nie geschlossen. Oder durch Freude. Der alte Rebbe, mit seiner Chavruta Rebbe Avram, der Engel, der Sohn von der Masritscher Magid, haben einmal aufgestanden früh bei Nacht und gemacht gemeinsam Tikkun Chatzot und begonnen zu lernen Chassidismus. Es war so Geschmack, dass Rebbe Avrom HaMalach war fast nie mehr in dieser Erde. Und der alte Rebbe hat genommen ein Brezel und er hat das geschmiert mit Butter und er hat ihm gegeben. Und er hat gegessen den Brezel mit dem Butter und das hat gebracht Rebbe Avrom HaMalach hier in die Erde, zu dieser Welt. In Deutschland hat man nicht wenige Leute haben gemacht die Tikkun Chatzot. Zwei Rabbiner, es ist bekannt und bewusst, dass sie haben Tikkun Chatzot gemacht. Beide kommen von Hamburg. Rabbi Yaakov Emdin, der kam früher von Emden, und Rabbi Yaakov Ettlinger, der Oruch Laner, Altona. Die beide schreiben, Tikkun Chatzot aufzustehen und weinen auf dem Bet HaMikdash ist auch weinen, dass die Juden leben müssen zwischen die Goyim. Das ist Tempelzerstörung. Und dass wir unseren Tempel in ihrer Umgebung so bauen wie ihre Tempel und nicht wie unsere Tempel, das zeigt, dass unsere Tempel ist zerstört. Und wenn jemand weiß, wie aussehen die Synagogen in dieser Zeit, 17. Jahrhundert, in Deutschland, sehr, sehr ähnlich zu den Gebäuden und zu der Struktur, die nicht von dem Tempel in Jerusalem kommen. Auch nicht die Kleider von den Vorbetern und auch nicht die Kleider von dem Rabbiner und nicht auch das Aussehen und auch nicht die Musik und die Melodie und auch nicht die Predigt. Das waren eine Sprache, die hat man nicht gesprochen in Bet HaMikdash. Und die beiden haben gesagt, das ist ein Grund zu weinen, dass wir weit, weit weg von unserer Herkunft, von Bet HaMikdash in Jerusalem. Und deshalb Rebbe Yaakov Emdin hat geschrieben mein eigenes Sidur. Sidur Bet Yaakov, ja, Sidur Rebbe Yaakov mit Emdin. Als meine Schwiegertochter hat sich verlobt mit meinem Sohn Lea Brod, sagt sie mir, und wann bekomme ich den Sidur von Rebbe Yaakov Emdin? Sag ich, was? Sagt sie, ja, es gibt so einen Brauch, dass man schenkt die zukünftige Schwiegertochter ein Buch von Rebbe Yaakov Emdin, weil er hat voll geglaubt an die Geulan und an die Erlösung und an zu bauen den Bet HaMikdash durch Tikkun Chatzot und jeden Ehe, die heiratet, zeigt auf Liebe und sie baut noch einen Stein bei dem neuen Tempel. Und habe gesagt, okay, ich werde dir kaufen. Hat sie gesagt, ja, wenn es möglich, mach diesen Geschenk mit Lederbedecke, also Lederbedeckung, Lederbuchbindung. Ledereinband. Und ich habe sie gekauft, die ganze Set, was man schenkt. Schwiegertochter, Chita, Sidur und auch Sidur von Rebbe Yaakov von Emdin. Und das ist interessant, in Sidur von Yaakov von Emdin, es beginnt das Buch mit welchem Gebet? Tikkun Chatzot. Also Tikkun Chatzot, es ist in seinen Augen, wenn einer geht schlafen wie ein Hund, er wird nicht aufstehen wie eine Löwe. Wenn einer geht aber schlafen wie ein kleiner Leopard, kann gut sein, dass er wird aufstehen morgen wie eine Löwe. Und er sagt, dass in Bet HaMikdash, in erster Bet HaMikdash, über das Feuer von dem Altar war immer ein Feuer in einer Form von Löwe. Und im zweiten Bet HaMikdash war der Form von dem Altarfeuer, dem Mizbeach, von einem Hund,
der heißt Bin Laden. So steht in Zohar. Bin Laden, ja? Und diese Kalber, Bin Laden, war auf dem zweiten Tempel. Und deshalb, Tikkun Chatzot zu machen, hilft auch, die Blinde in dieser Welt zu öffnen. Ich möchte noch eine letzte chassidische Geschichte und dann will ich euch geben, Möglichkeit, Fragen und Bemerkungen zu stellen. Es war ein großer Chassid in die Zeit von der alten Rebbe, der hieß Yosef. Rebbe Yosef war ein großer Tzaddik. Was ist ein großer Tzaddik nach dem heutigen Shiur? Der macht jede Nacht Tikkun Chatzot. Gut, er ist geworden älter und älter und älter. Er war so rum 80 und er ist gekommen zu der alten Rebbe und er hat gefragt, der alte Rebbe, Rebbe, du bist doch ein Prophet. Was ist meine Aufgabe in dieser Welt? Sag mir. Ich habe gemacht und gelernt und gebetet und Mitzwes gemacht und Gmilut Chassadim und ich bin ein guter Mensch. Nun, was soll ich noch machen in meinem Leben? Sagt ihm dem alten Rebbe, um gut zu machen zu deiner Seele, sollst werden ein Kutscher. Was? Ein Kutscher, ja? Dio, Dio, ups. Er hat nicht Fragen gestellt. Am nächsten Tag, Reb Yosef mit dem langen Bord, mit dem Tapitschke von damals, dem Kaskett, mit dem langen Mantel und Gartel, geht zu der Taxistation von den Kutschers und alle kommen, ja, wohin, wohin, wo willst du? Sagt er, nicht wohin, ich brauche Fahrschule Stunden. Du? Ja, ja, ich brauche. Gut, hat er, die haben gedacht, er macht einen Witz. Er hat gesagt, nein, ich mache keinen Witz. Ich will lernen zu sein ein Kutscher. Ihr könnt vorstellen, ein älterer, bekovede Jid muss jetzt sich schmieren mit Grieß, dieses schwarzen Öl, was man schmiert bei die Rede und sauber machen die ganzen Geschäfte von dem Pferdelach und lernen die ganzen Füße zu hacken und zu lernen, was ist rechts und was frag nicht. Und noch ein Schmeiß zu geben, also soll er bewegen. Gut hat er gelernt, der Rebbe hat gesagt, macht man. Und langsam hat er begonnen, erkunden zu Taxi. Huber, Huber. Er hat begonnen zu machen, Josef Huber. Und genommen Leute von Ort zu Ort. Ein Tag ist er gekommen zu einem Hotel mit den Kunden und er hat geschlafen bei der Seite. In Mitternacht, was macht er? Tikkun Chatzot. Er steht auf. Und jetzt hat er wirklich einen Grund zu weinen. So ein Tzaddik. In die 80er Jahren, was muss er sein, ein Kutscher? Er versteht die Welt nicht mehr. Er weint auf dem Boden, auf dem Tempelzerstörung und auf die Galuta Schina, auf die Exil von die Schina. Und neben ihm war ein Zimmer von Ayid, assimilierter Yid, der ist Salomon. Und er hat geguckt, wie dieser Rebbe weint. Geweint, geweint, geweint. Am Frühmorgen der Yid, der Salomon, der Shlomo, hat bekommen eine hohe Fieber. Und er hat gesagt, der Hotelbesitzer, bitte ruf mich dieser Rabbi. Rabbi Yosef geht rein zu diesem Salomon. Und er hat gesagt, ich will machen Tshuva. Ich will ändern mein Leben komplett. Ich habe mein Leben vermasselt. Er hat gesagt, dir Tshuva zu geben, ist sehr kompliziert. Du bist sehr weit gegangen. Da muss ich fragen, der Mittlere Rebbe. Und der Mittlere Rebbe hat ihm geschrieben, ein Buch. Poikeach Ivrim. Also öffne dem Auge von den Blinden. Und er hat Tshuva gemacht. Er hat geschafft, komplett Tshuva zu machen. Sagt ihm dem Rebbe, du hast deine Aufgabe erfüllt. Schluss. Was passiert, wenn ein Mensch hat seine Aufgabe erfüllt?
Sie wissen schon. Geht von dieser Welt. Da hat er Panik bekommen. Er hat verstanden, wenn der Rebbe sagt, deine Aufgabe ist erfüllt. Er hat angerufen, alle Chassidim in dem Stiebel. Und er hat gesagt, ich habe eine Bitte. Ich habe eine Bitte. Am dem Tag, wo ich bin tot, bitte, es wird sein bei Nacht, ich werde sterben, aber ihr sollt bitte aufstehen und machen neben mein Bett Tikkun Chatzot. Komplett. Tikkun Rachel, Tikkun Lea, aber anschließend öffnen einer guten Flaschen Spirit mit Hering und Crackers und essen und tanzen und mit Tanzen und Freude mir zum Kommen der Welt bringen. Und so hat man gemacht mit Reb Yosef Balagole am seinem Ende. Noch eine Geschichte zum Schluss. Heute, Rosh Chodesh Kislev, ist der Tag, wo die Lubavitcher Rebbe ist gesund geworden nach einem schwierigen Herzinfarkt, Tovshin Lametres, 1978. Inmitten Simchat Torah, der Rebbe hat keine Luft bekommen und Herzinfarkt bekommen. Er war in seinem Zimmer von Simchat Torah, Bereishis, Neujahr, Lech Lecho, Vayero, Chayesoro. 5 Wochen war der Rebbe im Zimmer. Und ihr könnt vorstellen, wie traurig waren die Chassidim. Und heute am Rosh Chodesh Kislev, die Lubavitcher Rebbe ist raus. Und die ganze Nacht, die Chassidim haben gesungen. Der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund, der Rebbe ist gesund. Moschiach kommt schon bald. Sie haben gesungen die ganze Nacht. Und die ganze 770 war volle Flaschen. Von 96er bis Liquor Banana. Also alles Mögliche haben sie getrunken. Am Morgen früh kam der Putzkolonie-Typ. Wenn er das gesehen hat, er war fast am Weinen. Hat ihm gesagt, warum weinst du? Sagt er, ist gar nicht geblieben für mich. Aber noch eine letzte gute Sache, die heute passiert. Heute ist der Hochzeitstag von meinen lieben Eltern Joshua und Rivka Lea Shalom Raskin. Es war auch Rosh Chodesh Kislev, eine gemischte Gefühle Tag. Alle meine Geschwister schicken meinem Papa alles Gute zum Hochzeitstag. Sie wollen ihm so chappen ein bisschen, aber der nimmt die Mazel Tov an, sagt er, ja. Es war auch Mazel da. Tut weh, wenn die Mazel ist nicht mehr da, aber es war Mazel Tov, stimmt. Also soll man auf den Mazel Tov bedanken. Ich danke euch für das Zuhören. Wenn jemand will was sagen, bemerken, fragen, bitte schön, aber zuerst Marina. Ich habe hier so ein Provisorium aufgebaut. Also, schönen Dank. Das hat mir das jetzt erklärt, viele Sachen. Und kann ich gleich eine Frage stellen? Natürlich. Was heißt Stimme von Nehi? Was war das noch? Was ist Nehi? Ja, Stimme von Nehi. Stimme von Nehi ist eine zerbrochene Stimme. Hashem, bitte, ich kann nicht mehr. Rette mich, bitte. Also ein Mensch soll wirklich in Modus kommen, als ob er weint. Und das wird sein Herz in ein bisschen Kavana bringen. Also manchmal, du wirst sehen, Leute, die beten in Gott, Hashem, Hashem. Und sie weinen nicht, aber das nennt man Nehi. Nehi ist eine Methode, die wurde in Chassidismus entdeckt, dass wenn es geht nicht 100% weinen,
soll mindestens die Tendenz, die Modus soll sein, weinen. Da kann man fragen, jeden guten Schauspieler, der muss weinen spielen, er kann manchmal so gut in der Rolle kommen, dass das Weinen ist echt. Also er ist wirklich in rührend, weil er muss in Stimme, es war in die Zeit von Mishnah, Klagefrauen, die wurden eingeladen extra zu Beerdigungen. Also sie wurden dazu bezahlt und sie haben gemacht, so wie bei den gruzinischen Juden, die machen so extra Nehi und diese Nehi sorgt auf eine weinende Stimmung in die Publikum von der Beerdigung. Jeder Mensch weiß, dass wenn Mann, Papa, Leute beginnen zu weinen, es wirkt auch auf der andere wirkt das auch Synchronisierung. Und genauso wie andere können mir auch beeinflussen, wenn du sitzt in einem rührenden Konzert und einer neben dir sitzt so, es rührt dich doppelt. Also die Nehi rührt uns. Ich habe gesehen einmal ein Konzert von 15 Bouzouki-Virtuosen in der Welt, also in Amerika. Die haben so ein Konzert gemacht über verlorene Bouzouki-Orchestras im Zweiten Weltkrieg. Und das war von Shoah Survivor, das kann man in YouTube finden. Und es gibt ein Stück am Ende, wo sie spielen mit allen Bouzoukis ein sehr rührendes Lied. Und man sieht einen Mensch, der versucht nicht zu weinen, der macht... Also, der hat mich zum Weinen gebracht. Wirklich, seine Mühe, nicht zu weinen, der hat mich berührt. Nehi hat eine gewisse Kraft, dem anderen auch in einem weinenden Modus zu bringen. Oder, und gut, dass du fragst, oder zu überlegen über die Tzadikim, die verstorben sind. Also, wenn ich will weinen, ich kann das ganz locker schaffen, wenn ich denke über den Rebbe. Also, tick, ich muss noch quetschen auf dem Modus und in ein paar Minuten bin ich im Weinen-Modus. Das heißt, weil Hashem spielt auch mit die Tzadikim, das heißt, auch wenn es ist nicht ganz meine Wein, also mir fehlt nicht jetzt wirklich der Beit HaMikdash, aber wenn ein Mensch versteht, dass sein ganzes Leben sind auf dem Kopf und voll daneben, weil die Beit HaMikdash ist nicht da und die Präsenz von Shekhinah ist nicht bei mir, er wird wollen mindestens, und ich muss auch sagen, auch wenn wir praktisch nicht jeden Tag Tikkun Chatzot machen, aber einmal in halbes Jahr soll man doch gehen um 12 Uhr bei Nacht. Und deshalb alle Ashkenazim, die erste Nacht von Slichot, gehen sie mitten nach, dass sie mindestens einmal im Jahr vor Rosh Hashanah so einen gewissen Tikkun Chatzot haben und das einbinden mit Ashamnu und mit Vidui. Ich habe gesehen noch ein interessantes Video von Rebbe über Tikkun Chatzot, dass ein Senator von Washington, Daniel Patrick, kommt vorbei beim Rebbe. Und er hat gesagt, ich war in Marrakesch, in Marokko, und ich habe gefunden in Antiquität ein altes Buch von Tikkun Chatzot, die 200 Jahre alt. Und das will ich dir schenken. Und der Rebbe war sehr, sehr froh, dieses Geschenk zu bekommen. Normalerweise der Rebbe wollte nicht Matanot, aber du siehst auf dem Pony von dem Rebbe, dieses Buch von Tikkun Chatzot von Marrakesch, hat er sehr gerne genommen. Noch eine Frage. Diese Tikkun Rachel und Tikkun Lea, das kann man wirklich, kann man das auch lesen hier in unserem Zitur? Nein, in die Sidurim in Deutschland haben sie das nicht gestellt. In die Sidurim von Chabad haben sie in den letzten 10 Jahren rausgenommen. Das kann man sehen wirklich in alte Sidurim oder bei Sidurim von Sfaradim. In die alte Sidurim von Chabad gibt das bis vor 20 Jahren. In die Sidurim von Edot HaMizrach, Sidurei HaRashash gibt das in Deutschland wenig. In Sidur Bet Yaakov und Rabbi Yaakov Emdin gibt das am Anfang. Okay, das ist ein guter Tipp. Die letzte Frage noch, gibt es auch diesen Tikkun Chatzot
bei Schabbat? Also oh, gut, dass du fragst. Noch zwei Sachen. Frauen und Schabbat und Feiertage. Gut, dass du fragst. Ich habe es mir notiert. Gut, dass du fragst. An dem Tag, wo man sagt, kein Tachanun und keine Bußgebete, gibt es Diskussion. Manche sagen, soll man sagen, no tikun le'a, und manche sagen, soll man gar nicht machen. Also am Feiertage, Shabbatot, Freudetag, soll man gar nichts machen. Manche sagen, am Shabbat und Feiertage soll man machen, no tikun le'a, weil es ist ungefähr 6 Psalmen, die beendet mit Kapitel 51. Und dann sage ich euch auch einen Tipp, wenn Sie einmal in Mitternacht nicht schlafen können und wollen doch Tikkun Chatzot machen, mach Kapitel 51 und bete Hashem, soll er die Bet HaMikdash bauen. Also dann habt ihr gemacht Tikkun Chatzot, weil es gibt auch eine große Diskussion zwischen die Poskim, ob Frauen soll man machen Tikkun Chatzot oder nicht. Rav Ovadia Yosef sagt, ja. Der Ben Ishchai sagt, nein. Der Kaffa Chaim sagt, ja. Also gibt da auch verschiedene Meinungen. Die einzige Sache, wenn eine Frau macht Tikkun Chatzot, sie braucht nicht Asche werfen auf dem Ort von dem Kopf, weil das symbolisiert Efer, ist die Buchstaben vom PR von Tfilin. Da braucht sie nicht auf den Kopf legen Asche. Aber wenn sie will sitzen und sich in einen bissigen Sack sitzen und sich schmerzen lassen, ohne Schuhe auf dem Boden zu sitzen und für Hashem zu weinen. Gut, ich habe gesagt, ich möchte irgendwann einen Kompromiss, dass wir uns so in der letzten Stunde vielleicht, 3 oder 4, bis die Sonne aufgang, die Gebete machen und lernen. Also Tikkun Chatzot muss man nicht Chatzot. Also das ist nicht jetzt die Schuhe von Cinderella, von dem Uhr. Weißt du, dass bis 12 Uhr muss sie nach Hause. Tikkun Chatzot bedeutet die Mitternacht-Gebete. Manche haben aufgewacht um 2 und 3, aufgestanden, Tikkun Chatzot gemacht und weiter gelernt bis morgen früh, bis Schachris. Aber man kann auch nachts lernen ohne. Oh, das ist das Allerbeste. Das Allerbeste ist zu sitzen bei Nacht und lernen Torah in Mitternacht. Ja, das ist die beste Lösung und da muss man nicht extra aufstehen, das zu machen. Aber es ist gut, auch einmal bewusst aufstehen, um Hashem zu dienen, so wie es steht geschrieben in dem Pasuk, Kumi Roni Balaila, steh auf für Hashem in Mitternacht. Wenn ein Mensch ist nicht gegangen schlafen, er ist nicht aufgestanden für Hashem, er ist nicht gegangen schlafen. Ja, das lernen, also was ich kenne ist, oder was nicht regelmäßig, aber was mir passiert, wenn ich früh schlafen gehe und vielleicht nachts aufwache und dann lerne, lernt es sich leichter, als wenn man am Tag lernt. Ja, das ist ein großer Versuch, stimmt. Vielen Dank. Sehr gerne, Bevakasha, Mikolalev. Ja, noch jemand wollte was fragen, ich habe gesehen eine Hand früher. Ah, noch eine Sache heute. Wir haben zwischen uns noch ein Geburtstagskind, der geboren am Rosh Chodesh Kislev, unser lieber Georg. Lieber Georg, Mazel Tov, Shnat Hatzlacha, steht geschrieben, die Buchstabe Gimel ist auch präsent von Chodesh Kislev. Das sind Menschen, die haben ein gesundes Gleichgewicht. Und wir wünschen dir Broche, Wertzloche, Segen und Erfolg in alle Bereiche am Leben. Hashem soll dir und deine Mishpoche schützen. Und in alle Bereiche sollst du Mazel. Mazel in gesund, Mazel in Parnasse und Naches. Und ein paar gute Freunde kann auch nicht schaden. Und dass wir uns irgendwann bald in Israel, Bezrat Hashem, treffen zu einem guten Melave Malke oder zu einer guten Reise. Amen, Amen. Mazel Tov. Amen. Ich habe gesehen, noch eine Hand frier von jemand. Ah, Josef, bitteschön. Ja,
Erstmal vielen Dank für den wunderbaren Figur. Hört man mich? Man hört dich jedes Wort. Okay, sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen, war echt Bombe. Und mir hat auch die Frage von Balzantorf sehr gut gefallen. Warum Tikkun Rachel und Tikkun Lea? Weil Rachel es mit Wein gekauft hat und Lea mit Freude. Also sehr stark die Antwort. Und auch die Geschichte auf Mendubavitsche Rebbe, dass am ersten Kislev wieder gesund geworden ist. Weil ich muss zugeben, gestern früh habe ich so wie einen Erstickungsanfall gehabt, weil ich Corona habe. Und Baruch Hashem, nur das gekommen ist, wieder alles gut gegangen. Und deswegen würde ich auch Hashem in der Versammlung danken dafür. Und das hat mich sehr berührt, die Geschichte auch noch. Vielen Dank. Josef, gute Besserung, Refuah Shlema, wünschen wir dir so schnell wie möglich. Amen. Du hast deine Aufgabe noch nicht begonnen zu erfüllen. Ich hoffe, ja, Baruch Hashem. Was heißt Baruch Hashem? Du bist noch jung, du hast noch gesunde Jahre zu leben und zu erleben Moschiach in Bezrat Hashem. Mach dich locker. Red nicht jetzt wie ein Rentner in Altenheim, das habe ich genug. Du wirst gesund sein, wir sein alles beseder. Amen. Fein. Hat noch jemand was auf dem Herzen, der uns teilen will? Toda Rabba für den wunderbaren und interessanten Shiur. Sie haben wieder kostbare Perlen an uns geteilt. Sehr gerne, liebe Frau Ruth, für die geschriebenen Wörter. Ja, bitteschön, Dagmar. Dagmar, du bist zu laut. Entschuldigung. Erstmal schönen Dank für die Schuhe. Ich habe eine Frage, und zwar, die Nacht hat 3 Schichten. Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, weil das habe ich nicht ganz verstanden. Okay. Die Nacht hat 3 Schichten. Im Judentum, man verteilt die Nacht auf 12 Stunden. Okay? Das heißt, es gibt 3 Stunden. In der ersten Schicht der Esel schreit. In der zweiten Schicht die Hunde bellen. In der dritten der Baby saugt von dem Brust deiner Mama. Und beim letzten der Mann spricht Edel mit seiner Frau. Und bei den letzten 2 Nachtschichten, wo das Baby von der Mutterbrust ist und der Mann spricht mit der Frau, das sind die Zeit, wo die Engel mit Hashem singen und weinen. Singen und weinen ist in dieser Schicht. Das Baby weint und das Ehe lacht und weint. Bechi Veshirot. Weil, ja, ist verständlich. Dankeschön. Bitteschön. Das ist in Talmud Brachot, Seite 3. Das kann man lesen. Das gibt auch im Internet eine wunderbare Webseite, heißt Sefaria. Und wenn man klickt links, gibt das Deutsch. Da kann man sehen, alles was ich euch sage, könnt ihr selbst nachlesen. Ihr könnt jetzt eine Probe machen. Brachot, babylonische Talmud, Seite 3. Ihr werdet 2 Geschichten heute dort auf Deutsch lesen. Über die Mishmarot, über die Schichten und über die Geschichte von Rabbi Yossi und Eliyahu Hanavi, dass er hat gehört die Stimme von Gott wie eine Taube. Also, da soll man auch nachforschen, um zu sehen, dass ich euch keine Lokschen verkaufe. Ihr könnt alles prüfen, was ich euch erzähle. Du verkaufst keine Lokschen. Du, sei nicht so. Prüfe. Wir sagen die Deutschen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Kann man kontrollieren, kann man prüfen. Ich bin immer offen. Ich bin immer offen. Und wenn ich muss etwas verbessern, oder achten
Auf die Quelle bin ich immer, immer bereit, soll man immer Perfektionism neigen. Es tut nur gut. Danke dir. Bitte, bitte. Ich wünsche euch alle einen guten Monat, Chodesh Tov, und dieser Monat soll sein eine Ende zu unserer Zores und einen guten Anfang zu unserer Kopferlösung. Hashem, bitte, Kopf hoch. Wir brauchen Kopf hoch. Ich bitte dir drum. Bitte, schenk uns ein Kopf, die geht nach oben. Weißt du, wenn der Kopf geht runter, also... Darf ich euch noch eine Geschichte erzählen? Gut. Habe ich euch erzählt die Geschichte mit dem Mathematiker? Ich gehe runter von Sifria Leumit, von der Hauptnationalbibliothek. Ich laufe zu Fuß, ich wollte ein bisschen bewegen. Plötzlich sehe ich einen Mann mit dem Kopf runter. Geht so wirklich. Ich komme zu ihm, sage Shalom, Ani Shlomo. Hat mir gesagt seinen Namen. Sag ich, ich wollte dir fragen, wieso bist du so versorgt oder nachdenklich oder traurig? Guckt er mich an, sagt er, sehr angenehm, dass Sie mir fragen. Ich bin ein Mathematiker, ein Professor. Und ich denke gerade über eine Formula. Sag ich, wie heißt die Formula? Der hat mir erzählt etwas, ich habe Bahnhof verstanden. Ich hab nicht verstanden, über was redet er überhaupt. Also nicht mal über was denkt er, gar nichts. Und sage ich, darf ich dir was erzählen? Sagt er, ja. Sage ich, in Chabad, in Crown Heights, gibt einen großen Chassid, der heißt Reb Yoel Kahn. Er war der Häuser von dem Rebbe. Der hat alles wiederholt, das, was der Rebbe gesprochen am Shabbat. War ein Genie. Und am Shabbat, der Rebbe spricht 4-5 Stunden, sitzen 10 große Gelehrte, jeder ist zuständig, halbe Stunde zu merken. Reb Yoel Kahn merkt alles. Hat mich gefragt, wieso schaffst du, alles zu merken? Du hast nicht einen besseren Kopf als alle. Sagt er, ich denke nicht wirklich, was hat der Rebbe gesagt. Ich denke Formula. Also ich höre der Rebbe und in jeder halben Stunde mache ich mir eine Formula, was hat der Rebbe gemacht. Ein Gedanke. Man erzählt einen Witz, dass einmal die Frau von Reb Yoel Kahn hat ihm geschickt, Müll zu werfen. Und er geht so Viertelstunde und er kommt mit die Mülltüte in die Synagoge. Also er hat vergessen, was er machen soll, weil er denkt. Sagt mir der Mathematiker, ja, das genau bin ich, genau. Ich habe gedacht, oh Mann, guck mal, du erzählst über den Yoel Kahn und du bringst den Mathematiker zum Schmunzeln. Habe ich gedacht, guck mal, ein Mensch, es gibt einen Krieg, Balagan noch 3, meine Gefühle sind Achterbahn und er ist in seiner Mathematikerform, er ist nicht in dieser Welt. Habe ich gesagt, Mensch, so musst du Torah lernen, Shlomo, was ist mit dir los? So musst du Torah lernen, wie die Mathematiker, du gehst, dein Herz ist Achterbahn und der geht und sein Kopf ist irgendeine differenzialischen Bewertungen. Ich habe nicht verstanden den Titel. Nicht über was geht das. Er geht, er zerbricht den Kopf. Gut. Also, wir müssen viel Torah lernen und unseren Kopf, wie man sagt, richtig einsetzen. Laila Tov, bleibt gesund und stark. Toda Rabba Lachem. Ayali Naim Meod.